Ist das Bildungssystem auf Mallorca gut oder nicht gut? Ist es besser oder schlechter als in Deutschland? Das ist die große Frage. Ich glaube, der Durchschnitt sind dann so 100, 150 Euro vielleicht ungefähr. Da ist Essen und sowas auch in der Regel mit drin. Kinder werden natürlich automatisch mit mehreren Sprachen groß, also mit mehr als in Deutschland. Hallo, ihr Raketen. Oh, Bobbycar weg. Hoppala. Moin, moin, schönen guten Tag. Eigentlich war unser Plan, an diesem Sonntag wieder mal einen Familienausflug zu machen. Allerdings kränkelt das Kind etwas und deswegen haben wir beschlossen, zu Hause zu bleiben. Und weil Carlo bald in die Kita kommt, also wir sind gerade auf der Suche nach einer Kita, haben wir uns überlegt, vielleicht interessiert euch das ja auch, ein bisschen was zu erfahren über, wie funktioniert das denn mit dem Kindergarten und mit der Schule hier auf Mallorca. Ne? Geht los. Melike! Dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen. Ich habe völlig andere Klamotten an als noch vor wenigen Sekunden. Das liegt daran, dass hier eine gute Woche zwischen dem, was ihr gerade gesehen habt, ist und jetzt. Wir haben eine Woche im Bett gelegen. Es war richtig schön. Ich habe euch erzählt, ne, das Kind kränkelt etwas, hat er vom Spielplatz mitgebracht und einfach bei uns abgegeben sozusagen. Dem ging es dann wieder gut und wir zwei waren das Leiden Christi jetzt eine Woche lang. Deswegen Entschuldigung, aber hatten wir keine Möglichkeit, ein neues Video für euch aufzunehmen. So, genug rumgeheult. Ist jetzt so, deswegen heute auch nochmal trotzdem kein Ausflug, weil wir immer noch nicht ganz auskuriert sind. Wir wollen jetzt dieses Thema Kita und Schule auf Mallorca aber deswegen trotzdem für euch, mit euch durchziehen. Und wir fangen an mit deinem Thema, mit dem du dich so sehr gut auskennst, der Kita. Carlo ist ja jetzt 1 Jahr und 2 Monate alt, ist für den spanischen Durchschnitt schon ziemlich spät dran, damit jetzt in die Betreuung zu kommen. Das geht hier wesentlich früher los als im durchschnittlichen Deutschland. Ist völlig normal, hier mit 5, 6 Monaten sein Kind schon in die Kita zu geben, weil da die meisten Mütter auch in der Regel schon wieder anfangen zu arbeiten. Es gibt das staatliche und das private System. Und das staatliche ist an das Schulsystem gekoppelt. Deshalb geht es immer im September los. Und man muss sich bewerben. Man hat keinen Anspruch auf einen Kita-Platz, wie man das zum Beispiel teilweise aus Deutschland kennt. Man muss sich dafür bewerben. Die Bewerbungsfrist, das ist so ein kleines Zeitfenster um März, April rum. Und die staatlichen Kitas sollen sehr, sehr gut sein hier, sind natürlich auch erheblich günstiger und richten sich nach dem Einkommen der Eltern. Ich glaube, der Durchschnitt sind dann so 100, 150 Euro vielleicht ungefähr. Da ist Essen und sowas auch in der Regel mit drin. Wir haben dieses Bewerbungszeitfenster verpasst. Und ja, ich hatte keine Zeit. So, ich war in Deutschland. Egal. Und jetzt müssen wir auf eine private Kita ausweichen. Die sind natürlich teurer, aber gleichzeitig auch flexibler. Da kann man um die 300, 350 Euro bezahlen. Es gibt aber auch Kitas, die 800 Euro im Monat kosten. Also so ist es nicht. Nach oben, da, ihr wisst, wie es ist. Da isst man aber dann mit goldenen Löffeln, habe ich gehört. Wenn ihr zu einer privaten Kita wollt, dann ist das viel Arbeit. Also was wir gerade machen, ist viel abtelefonieren, die paar Dinge, die uns wichtig sind, zu erfragen und dann Termine zu machen, um uns die Kitas anzugucken. Was ganz anders ist hier als in Deutschland, ist die Eingewöhnung. Die wird nämlich in der Regel ohne Eltern gemacht. Also ja, die haben so ein stufenweises Modell. Also 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Allerdings komplett ohne Eltern. Also die Mamas oder Papas dürfen nicht mit in die Einrichtung und da eine halbe Stunde mitgucken und dann gehen. So ist das nicht. Das erscheint mir ein bisschen rabiat, muss ich ehrlich sagen. Also die Vorstellung, da Carlo einfach an der Tür abzugeben und zu gehen, finde ich ein bisschen gruselig. Habe mich jetzt aber mal bei vielen Müttern, die hier leben und da durchgegangen sind, umgehört. Und die berichten tatsächlich ziemlich viel Gutes. Und oft ist es so, dass es den Kindern gar nicht so schwer fällt wie den Eltern. Den Müttern vor allen Dingen. Richtig. Ja, loslassen ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Noch eine andere Sache, die uns jetzt schon aufgefallen ist bei unserer Suche nach einem Kita-Platz für Carlo, ist, dass es hier viel mehr Montessori-Pädagogik gibt. Da denken vielleicht
man hier jetzt an Kindern ihren Namen tanzen können oder so, das ist es nicht. Das ist eine ganz tolle pädagogische Form, die uns auch sehr interessiert, die hat einfach gefühlt viel mehr auf Augenhöhe mit den Kindern funktioniert. Und das ist hier sehr gängig und sehr verbreitet und sehr, sehr gut angenommen auch. Also viel mehr als in Deutschland auf jeden Fall. Ein Gedanke, der uns auch sehr gut gefällt, bei dem wir uns auch noch weiter ein bisschen informieren möchten, ist, hier auf Mallorca gibt es einige Waldkindergärten. Zum Beispiel habe ich uns mal einen rausgesucht, der vielleicht interessant für euch sein könnte. Ses Milanes in Bunyola zum Beispiel. Also es ist genau so, wie ihr euch das vorstellt. Die Kinder sind den ganzen Tag im Wald, nur an der frischen Luft gefühlt. Wir finden den Gedanken sehr sexy. Ist leider nicht in unserem Wirkungskreis, was ein bisschen schade ist. Aber auf jeden Fall gibt es hier mehr als einen Waldkindergarten. Vielleicht auch spannend für euch. Nach der Kita geht's mit ungefähr 2,5, 3 Jahren in die Vorschule. Und die Vorschule auf Mallorca ist im Vergleich zu Deutschland noch mal ein bisschen anders. Es ist wesentlich schulischer. Ja? Also die Kinder lernen da wohl wirklich rechnen, schreiben und auch schon lesen. Es ist weniger Spiel, mehr Ernst des Lebens geht da schon los. Dann ein weiterer großer Unterschied. In Deutschland ist es ja so, da gibt es sogenannte Stichtage. Ne? Vor dem Stichtag kommst du in die Klasse, nach dem Stichtag geboren, kommst du in die nächste Klasse. Ich war übrigens immer der Klassenjüngste, weil ich quasi knapp vor diesem Stichtag noch eingeschult wurde. Hier ist es anders. Hier kommt jedes Kind, das in diesem Jahr das 6. Lebensjahr erreicht, in die Schule. Ne? Das ist also völlig egal, ob das Kind am 1. Januar geboren ist oder am 31. Dezember. Wenn es in diesem Jahr geboren ist, also vor 6 Jahren sozusagen, dann kommt es, wird es in diesem Jahr eingeschult. Das ist ein weiterer großer Unterschied. Und diese Vorschule, die Escoleta, die ab 3 Jahren beginnt, das ist nicht verpflichtend in Spanien. Viele Eltern machen das, ja, aber es ist nicht bindend. Also wenn man zum Beispiel das Kind dann lieber in einen privaten Kindergarten, der doch spielerischer ist, geben möchte, darf man das gerne machen. Okay. Schulpflicht beginnt mit 6 Jahren, wie in Deutschland auch. Die Grundschule geht dann anders als die meisten Schulmodelle in Deutschland, hier in Spanien oder beziehungsweise auf Mallorca, 6 Jahre, also 6 Jahre Grundschule, dann 4 Jahre Mittelstufe, dann sind wir bei 10 und dann gibt es nochmal 2 Jahre Oberstufe. Da sind wir nach Adam Riese bei 12 Jahren und dann die Möglichkeit eben das spanische Abitur zu machen. An den meisten Schulen gibt es wohl Mittagessen und auch Nachmittagsbetreuung. Also da spielt es jetzt keine große Rolle, was es für eine Schule ist. Das wird fast überall angeboten. Allerdings dann oft auch gegen Gebühr. Ja? Denn es gibt 3 Hauptschulformen hier auf der Insel. Es ist die öffentliche Einrichtung, die halbstaatliche Einrichtung und die private Schule. Öffentlich, also komplett durch das Bildungssystem finanzierte Schulen, bedeutet, ihr habt keinerlei Schulgebühren im eigentlichen Sinne, was natürlich klar auch da extra bezahlt werden muss, Arbeitsmaterialien, eben sowas wie Mittagessen oder auch Nachmittagsbetreuung oder Extraunterricht oder so. Bei den halbstaatlichen Schulen rührt zwar da auch da das Bildungsministerium, das Spanische, mit drin rum, es gibt aber außerdem oder zusätzlich noch kirchliche oder weltliche Träger und das ist in dem Fall dann so, dass da oft viel Schulgebühren wegfallen, aufgesaugt werden quasi durch die Träger, aber es eben auch sein kann, dass ihr trotzdem eine kleine Schulgebühr entrichten müsst. Und dann gibt es die private Schule und die private Schule, die verlangen halt dann doch recht ordentliche Gebühren, also monatlich zwischen 400 und 1000 Euro, je nachdem, was ihr euch da für eine Schule ausgesucht habt. Ein weiterer großer Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel dem öffentlichen Bildungssystem und dem privaten ist, dass an den öffentlichen Schulen meist, also bis zu 50% in Katalan unterrichtet wird. Das ist wohl irgendwie bildungsgesetzlich vorgeschrieben, ja, dass die Kinder hier ihren Unterricht, mindestens 50% ihres Unterrichts Katalan lernen oder sprechen müssen. Ja, Katalan ist jetzt vielleicht nicht die Weltsprache. Aber was du kannst, kannst du. Richtig. Die einzige deutsche Schule, in Anführungszeichen, hier auf der Insel ist der Eurocampus an der Playa de Palma. Das könnt ihr mal googeln. Das ist auch die einzige Schule, die vom deutschen Bildungssystem oder Bildungsministerium
anerkannt wird. Ja, also dass ihr quasi dann den Bub oder das Madel nach dem Jahr einfach wieder in Deutschland in die alte Schule stecken könnt, ohne dass er dann nochmal eine Klasse wiederholen muss oder sonst irgendwas. Es gibt noch ein paar mehr private Schulen, ich glaube 6 oder 7 auf der ganzen Insel. Ich habe da eine Liste, wenn euch das interessiert, dann haut das gerne in die Kommentare, dann packe ich die da drunter, denn das jetzt alles aufzählen, das dauert ja ewig. Da sitzen wir morgen noch. Es gibt auch hier natürlich noch ein paar andere Schulformen, ja, sowas wie zum Beispiel die Waldorfschule gibt es ja auch. Da ist es aber nicht ganz unumstritten, ob das im spanischen System dann auch anerkannt wird. Also wenn ihr euer Kind auf die Waldorfschule schickt, dann kann es eben sein, dass das spanische Bildungssystem dann sagt, ja, na, aber die erkennen wir halt nicht als offizielle Schule an. Das ist dann leider so. Ist das Bildungssystem auf Mallorca gut oder nicht gut? Ist es besser oder schlechter als in Deutschland? Das ist die große Frage. Und das ist eine schwierige Frage, denn wie gut ist denn das deutsche Bildungssystem eigentlich? Da machen wir jetzt ein ganz neues Fass auf. Aber man kann sagen, dass das spanische Bildungssystem im europäischen Durchschnitt liegt. Ja, ich glaube, so ein Zacken besser ist das deutsche, aber mit dem spanischen Bildungssystem braucht man sich auch nirgendwo verstecken, das, oder? Also wir haben uns ja ganz bewusst dafür entschieden, also von daher, ja, ich denke schon, ich weiß nicht, muss man sich jetzt irgendwie PISA-Studien angucken, wenn ihr wollt, dann könnt ihr die natürlich gerne wälzen, aber von den Eltern, die ich so kennengelernt habe hier, habe ich eigentlich nur Gutes gehört. So. Ganz, ganz wichtig noch, weniger für die Eltern, aber für die Kinder. Wie viel Ferien gibt es denn hier auf der Insel? Wenn ihr schon mal längere Zeit hier auf Mallorca wart, dann wisst ihr, dass im August beispielsweise es unmöglich ist, irgendwo einen Handwerker zu bestellen zum Beispiel. Denn die sind da alle im Urlaub, die sind da alle in den Ferien. Also Teilbereiche des Lebens hier finden im August einfach nicht statt. Und das liegt daran, dass die Kinder unfassbar lange Sommerferien haben. Die fangen im Juni an und hören im September auf. Das ist jedes Jahr ein bisschen anders, aber insgesamt sind es 12 Wochen Sommerferien, die haben. Deswegen nehmen sich dann die Eltern auch oft den August frei komplett und sagen, hier, Holdrio, wir machen jetzt mal Ferien. Der Unterschied zu Deutschland ist, dass es nicht so viele verschiedene Ferien gibt. Also ich glaube, in Deutschland ist lange her, aber Faschingsferien, Herbstferien, dann Weihnachtsferien, Winterferien, das gibt es hier nicht. Hier gibt es 12 Wochen Sommerferien. Es gibt Osterferien, also ich glaube eine Woche Ostern. Und dann gibt es noch die Weihnachtsferien. Und das ist dann aber alles. Aber ich glaube, und dann vereinzelt nochmal so kleine Kleckertage, ja, wenn zum Beispiel irgendwelche Feiertage sind. So Brückentage sind, die es nur hier gibt zum Beispiel auch. Ne? Genau. Ihr wundervollen Menschen, das sind wieder viele Informationen gewesen. Wir hoffen, wir konnten euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne, ne, ihr wisst und so, liken, teilen, abonnieren. Nächste Woche versuchen wir es wieder mit einem Ausflug, wenn wir gesund sind. Tschüss. Tschüss. Dann machen wir mal eine hohe Frequenz. Tschüss. Ciao.